Die Zukunft der Pflege war der Tenor der Fachtagung der steirischen Führungskräfte, die ganz bewusst den Brucker Schlossberg als Tagungsort gewählt haben. Schon vor Corona gab es viele Hürden im Pflegesystem. Die Pandemie hat diese nur noch deutlicher an die Oberfläche gebracht. Seit Jahren schon werden Forderungen von der Pflege vehement eingebracht und diskutiert. Doch seitens der Politik hat sich nicht viel geändert. So wie es derzeit ist, steht die Langzeitpflege vor Herausforderungen, die für die Zukunft so nicht mehr zu bewältigen sein werden. Ganz dringend für die Zukunft ist jetzt das Pflegepersonalthema. Das heißt, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um wirklich Mitarbeiter in die Pflegeberufe zu bringen. Das heißt, junge Menschen, aber eben auch Wiedereinsteiger, Quereinsteiger. Und da ist jetzt natürlich die Politik massiv gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das auch tatsächlich gelingt und möglich ist. In der Europäischen Union liegt die durchschnittliche gesunde Lebenserwartung für Männer bei 64 und für Frauen bei 65 Jahren. Österreich, eines der reichsten Länder der EU, liegt mit 57 und 58 Jahren deutlich darunter. In Zukunft gilt es, chronischen Erkrankungen präventiv entgegenzuwirken und dass das 21. Jahrhundert nicht nur das Jahrhundert der Pflege ist, sondern auch der wohnortnahen Versorgung. Die zukünftige Aufgabe der Pflege ist genauso, Pflege zu verhindern, Pflege vorzubeugen. Das klingt ein bisschen paradox und für österreichische Ohren auch ein bisschen komisch, aber das ist eine wesentliche Aufgabe, also zur Gesundheit zu fördern, Krankheiten vorzubeugen, Gesundheitskompetenz zu stärken, damit es gar nicht erst oder möglichst spät zur Betreuung und Pflege kommt. Der Roundtable wurde rasch zu einer heißen Diskussion, in der es galt, aus der eigenen Perspektive die Probleme zu erörtern und hinzuschauen, wo die jahrelang diskutierten und nicht gelösten Schwachstellen an das Tageslicht gebracht wurden. Es mangelt nicht an Ideen und Konzepten. Jetzt muss man in die Umsetzung kommen, so die für die Steiermark zuständige Landesrätin für Pflege, Juliane Bogner-Strauß. Mein größter Wunsch wäre es, dass die Menschen dort betreut, gepflegt und versorgt werden, wo sie betreut, gepflegt und versorgt werden wollen. Ja? Und meine Oma hat immer gesagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ja? Und solange zu Hause Pflege möglich ist, soll das zu Hause sein. Und schließlich geht es auch um das Berufsbild im gesamten Pflegebereich. Man hat das in der Corona-Krise sehr wohl gesehen, wie viele Menschen in Österreich in prekären Dienstverhältnissen gearbeitet haben, entweder sind sie arbeitslos oder in Kurzarbeit. Das war in der Pflege zum Glück nicht. Natürlich, die Herausforderungen sind da. Absolut, aber es ist ein absolut wunderschöner Beruf und ich kann alle nur herzlich einladen, kommt in die Pflege, schaut es euch an, es ist schöner als ihr glaubt.